Dann das Übliche, entsperren wir die Türen, öffnen wir die vordere Tür, steigen ein, machen die beiden hinteren Türen wieder auf. Perfekt. Steigen ein, machen die Tür zu. Machen den Motor an. Und so, zack, auf die 7 und Abfahrt. Dann hoffen wir, dass wir nicht mal wieder einen Unfall bauen. Noch irgendjemand über den Haufen fahren. Schön. Warum will ich eigentlich noch nicht, ne? Oder? Sieht nicht so aus, ne? Perfekt. Ist ja fast wie eine Vorfahrstraße hier. Hm? Dann lass uns auch durch. Oh weia, wann kommen wir jetzt gleich? Ich glaube, jetzt kommt gleich diese scharfe Kurve. Kriegen wir das hin? Müssen wir hinkriegen. Kriegen wir auch hin. Wir haben doch gelacht, wenn wir es nicht hinbekommen. Oh, klappt so. Das ist wieder von draußen. Und Abfahrt. Ich habe niemanden gesehen. Und der erste Halt am Hauptbahnhof. Upala.
abgesenkt. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Bitte. Weil wir noch keine Zeitdruck haben. Ah, ne, ich habe die Karte gegeben. Augenblick. Augenblick. Was? Bitte schön. Was? Hier, bitte. Danke. War zwar eher sinnlos. Aber. Egal. Nächster Halt: Dr. Julius Matchner Straße. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Ah, ist grün. Danke, da kommt nix, läuft ihm rüber. Bis dann, das ist alles andere als perfekt. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten, auf jeden Fall, komm sofort. Danke. Bitte. Wie war das? Geht erstmal die Fahrkarten. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ich hab grad gekriegt, hab ich. Na klar. Ingem hat doch halt gefragt. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Augenblick. Aha. Dachtest du, hättest eine gekauft? Natürlich, wo denn? Wann? Vor 3 Jahren? Also das beim letzten Mal, als hier noch Busse durchgefahren sind, oder wie? Nächster Halt, Kreuzgasse. Geld nicht mehr. Zum Glück ist bald Sonntag. Oh. Knapp. Ich brauche eine Fahrkarte. Das war tatsächlich perfekt. Einigermaßen. Danke. Zumindest. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte. Oh, Fahrkarte. Zum nächsten Stopp. Nächster Halt, Hohe Straße. Du willst hier aussteigen? Na gut, dann ist es halt so. Das war jetzt sehr schön. Ich hab vergessen, die Haustür auszuschließen. Das war nämlich mal guten Service. Ja. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte.
Fällt gerade auf, wir hatten noch gar keinen Rollstuhlfahrer. Überraschenderweise. Fragt das nicht mich, fragt das den anderen, fragt das die Leute. Noch einen Tag, dann hab ich Shit. Zeit. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das halt so viel bringt, ne? Also warum das jetzt so ordentlichen Damage und so viel Schaden, Kosten bringt. Das macht für mich halt keinen Sinn. Das ist ja schon wieder nicht optimal, heißt, wir müssen nochmal fahren, um so optimal zu bekommen. Oh je, ich hab meine Fahrkarte zu Hause vergessen. Das ist jetzt belastend. Die Frage, fahren wir das denn jetzt gleich oder nochmal oder nicht? Kann ich mir das merken von anders mal? Zweifel ist. Wiedersehen. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Hier. Hier. Wo hab ich denn... Klar. Hier. Zweifel ist stark. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Okay, der ist immer noch genauso. Katzen. Huch. Habe ich gar nicht geguckt, ob da jemand kommt. Holy shit. Glück gehabt. Steineck. West. Na, fahr auch wieder rechts rein. Was ist denn mit dir? Okay. Nächster Halt, Steineck. West. Die spinnt einfach. Wie war das noch gleich? Gruer? Gruver? Gründer? Ach stimmt, es war Gruyère. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Standardfahrkarten. Danke. Verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Mich auch. Ich kann es immer noch nicht fassen. Nächster Halt, Zimmermannstor.
aufpassen. Noch mehr. Ist niemand. Sehr schön. Schon habe ich ja gerade echt beim letzten Mal echt den übersehen. Okay. Da hat jemand ein Schild umgefahren, ich weiß nicht. Oh, diese Spawns sind echt belastend. Oh. Ja, perfektes Timing. Oh. Eine Fahrkarte, bitte. Okay. Einzelstudent und drucken. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Wochenfahrkarte. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte, scheiße. Ah, für die Rente. Was? Augenblick. Klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Kriege ich mein Geld wieder? Wie oft wollen Sie die denn hier? Ah, ich meinte dich. Sie. Klar. Geht das halt auch mit ein? Wahrscheinlich schon, ne? Oh nein. Ich bin eingeschlafen. Oh, ist das ein Stückchen wieder? Was für ein Stein Eck West sind. Ist das so? Aber ich muss aber sehr, sehr pünktlich. Holy shit. Aufwachen! Ja, hat ja gepasst.
Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Ich brauche mich gar nicht beeilen. Wir sind so früh. Wir wollen es hier in der Schlange gemütlich machen. So pünktlich sind wir. Beziehungsweise überpünktlich sind wir sogar. Oh, das hat sie gemeint. Dreieinhalb Minuten pünktlich. Holy shit. Ja, genau pünktlich. Genaues. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh. Woche, Standard und drei Stück. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk. Danke. Kann bitte. Ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Hallo? Kommen Sie gleich wieder? Hä? Ach so, ja, ich komme nicht. Lull. Leerzeiten 9.45 Uhr, 16.55 Uhr und 10 Uhr. Okay. Verkauft denn das Kaffee? Black Coffee für 3,50 Euro, Cappuccino für 3,50 Euro, Kaffee Latte für 2,70 Euro, Kaffee Spezial für 3,50 Euro und Soy Latte für 2,70 Euro. Okay. Weiter im Text. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Eine Minute Zeit haben wir, das ist ausreichend. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Okay, jetzt nichts für blödes Blinken bekommen. Warum auch immer. Haben? Tag, Standard, drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Bitte. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Nächster Halt, Hohe Straße. Hohe Straße. Ich will jemanden überholen. Oder auch nicht. Hat sich ja nichts überlegt. Oh.
frage mich, ob es noch andere Bahnwellen gibt, die halt anders sind. Halt. Die jetzt nicht so straight drüber sind, so wie der hier mehr oder weniger. Ah, deshalb will ich, ja, wir hätten vor den Schranken stehen können. Aber den haben wir verpasst. Den Zug. Verdammt. Oder ob es halt auch. Was natürlich auch cool wäre, wenn es Mods gibt mit längeren Zügen, ne? Also. Wie bei ETS2 beispielsweise. Wobei ich nicht weiß, ob es den immer noch gibt, aber den gab's mal. Sehe halt nichts, ne? Oh nein! Ich bin eingeschlafen! Alter! Meine Ohren. Ja, aber fast die Vorfahrt genommen. Ja, haben wir eigentlich die Vorfahrt genommen, aber ich glaube, da musste eigentlich bremsen. Ist ja schon mal was Gutes ist. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Tschüss. Was ich mich ja frage, ob es irgendwann mal auch solche Urlaubsorte gibt, ne? Also keine Ahnung, wie Sunny Springs beispielsweise und so weiter, ob es die mal, ob die es entwickelt, das mal in Planung haben, davon Maps zu machen. Hab ich Ihnen schon Na klar, hier, hab bitte. Hab ich Ihnen schon geteilt. Augenblick. Wo hab ich denn... Na klar, hier, bitte. Hier. Oh nein, ich hab sie verloren. Oh, wirklich. Wirklich. Verloren. In Form von ihr gekauft? Also... Könnte ich mir schon nice vorstellen. So eine fiktionelle Urlaubsinsel, Stadt, wie auch immer. Quasi als Expansion, ne? So kann man ja auch so als DLC dann verkaufen und dann halt storymäßig so nach dem Motto, okay, die Leute, die für die Infrastruktur in Sunny Springs verantwortlich sind, die haben gesehen, was wir hier so geleistet haben und haben jetzt wollen uns bei denen haben, das wird da deren Business quasi aufbauen. Hätte was. Oh, das hat sie gemeint.
Was hat wer gemeint? Nächster Halt, Kreuzgasse. Oh, danke. Tut mir leid. Gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Mist, ich hab vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. Ist denn halt so, wa? Ich frage mich, wie viel wir insgesamt bekommen an Werbeeinnahmen. Wie viele Busse haben wir? 5? Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. Aber wir müssen ja 5000 bekommen. Genau pünktlich. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Bitte. Wie oft wollen Sie die... Ja, nicht hier. Chill deinen hier, Lachs. Hier, bitte. Was? Ach so, hier. Ich hab meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Das ist doch schön. Willst du mir nicht rübergehen? Na, nee, gut. Puh. Ich glaube, ich werde krank. Boah, perfektes Timing. Aber echt auf die Sekunde. Wir fahren wieder zurück. Wieder mit dem scheinbar nicht illegal U-Turn. Dadurch ist es ganz etwas einfacher. Vielleicht haben wir jetzt 25.572. Mal gucken. Werden wir gleich sehen. Gucken wir jetzt mal, was das Endergebnis ist.
gucken, ob der Retarder aus ist oder nicht. Ist an. Jetzt ist er aus, okay. Kriegen wir die Ampel noch? Nö. Aber halb so wild. Können wir schon mal die Spur wechseln. Ein interessanter Spiegeleffekt. Scheiße. Ah, hat sich gelohnt, nicht? Belastend. Das war jetzt noch belastend am Ende. Das hätten 28.000 sein können. Und dann müssen wir so lange probieren, da das beste Ergebnis rauszubekommen. Also so lange die Strecke fahren, bis wir mal hier ein... ein Dings-Event haben, wie heißt das noch gleich? Ein Feiertag. Aber, nicht mehr heute, ich beende das erstmal hier und, ja, wünsche euch noch einen schönen Rest-Freitag, ein schönes Wochenende.